Der Hof ist 500 Jahre alt. Der Hof ist gekauft worden von der Familie Hasenöhrl, von Bärbel und Hoppel Hasenöhrl, vor, was jetzt gar nicht so genau, 15, 18 Jahren so ungefähr. Und seitdem haben die den komplett renoviert, restauriert, hergerichtet, alles neu gemacht, neu auf alt gemacht. Genau. Und was macht es dem Hof aus? Ja, was macht es dem Hof aus? Man geht rein und man spürt das, man spürt die Wärme, man spürt das einfach, das Geborgene, das Gemütliche, das Bayerische. Ja, das macht den Hof aus. Das ist ein Walnussbrot aus Roggenmehl und Dinkelmehl mit Sauerteig. Das ist hier am Hof gebacken. Heute ganz frisch und die Wecken sind noch ganz warm und ganz lecker. Und warum ist das so besonders? Weil es es nicht immer gibt. Nein, das ist kein Brauch, sondern das ist eigentlich die Hasenöhrls, die haben immer was Besonderes, wie man das an dem Hof und an dem ganzen Ambiente sieht. Und genauso ist das Brot auch was Besonderes. Und jetzt seit zwei Jahren, knappe zwei Jahre, die Sonntagswirtschaft. Jeden Sonntag ist das Haus geöffnet für jedermann zum Frühstück, Mittagessen, Brotzeit, Kaffee. Wieder vorlesen, was da es gibt. Strumpfbandel, Trachtenfächer, gefilzte Ringe mit Schmuckteil, Kropfbandel, Maßkrugbandel, Klubberl mit Herzpolstern, Geschenkherzen, Bierkrickel, Haarbandel, Schlüsselanhänger aus Filz und Taschen groß und klein.